Wir müssen jetzt hier erst mal eine kleine Pause machen, weil wir sind nämlich ganz schön steil den Berg hoch. Und jetzt haben wir gerade dieses Kreuz gesehen und da haben wir gedacht, okay, da können wir uns jetzt auch eine Verschnaufpause machen. Und wisst ihr was? Hier wurde ein lieber Kilian vom Blitz getroffen. 1922 und deswegen steht der Gedenkstein da. Wir denken jetzt an den Kilian. Ja, und hoffen natürlich, dass uns der Blitz nicht trifft. Heute nicht. Aber so wie es aussieht, trifft er uns nicht. Es ist ein wunderschönes Wetter. Genau, wir setzen jetzt dann unseren Ausflug weg. Lass noch mal kurz die Drohne hoch. Okay, kannst du mal probieren, wie es wird. Und was? Ja, und ich kann in der Zwischenzeit wieder Luft holen. Also, bis gleich, bleib dran. Jawohl, tschüss, wir sehen uns. Wollten wir doch nicht sagen? Nein, sowas sagen wir doch nicht, weil man sich ja immer gleich wieder sieht. Also, tschüss. Ich glaube, er hat heute schon Kasper verschluckt, oder? Also, bleib dran. Ja, gleich. Helle einigermaßen zufrieden? Ging sehr gut. Thank you.
doch schon ganz gut geklappt, oder? Oh jo. Wird schon. Ja. So, und jetzt machen wir uns ein kleines Vespa. Jawohl. Frauen haben es mit Navigieren in der Regel nicht so, ja. Warum alle Navigationsgeräte Frauenstimmen haben, das kapiere ich nicht, ja. Du musst jetzt Veto einlegen. Meine Navigation, wenn ich mit der Karte navigiere, ist perfekt. Jawohl. Und die Ossi Megger auch nicht so, aber die Tante von Frau, die Frau Kommod, ja. Die hat jetzt die ganze Zeit gemeckert, ja. Die will nämlich dauernd, obwohl wir ja den Radweg geplant haben, ja, die will dauernd, dass wir auf die Bundesstraße, also auf die Kreisstraße fahren, ja, obwohl hier ausgewiesene Radfahrer sind. Frau Kommod, das ist nicht in Ordnung. Nein. Wir wollen lieber Radwege fahren. Gott sei Dank haben wir uns ein bisschen ausgekannt und es waren Hinweisschilder da, die uns den Weg gezeigt haben. Sonst hätte uns die Frau Kommod auf die Kreisstraße geschickt. Ja, und da ist natürlich nicht so angenehm zu fahren. Ja, und weil ich anders gefahren bin, hat es mich dauernd genervt. Die Tour wird angepasst. Bitte verlassen Sie die Route oder so ähnlich. War nervig, ja. Aber sonst hat es Komoot uns den Weg ganz gut gewiesen, muss man sagen. Also wir sind auf jeden Fall mal an unserem anvisierten Ziel angekommen. Und ja, und jetzt sind wir ja auch schon fast zu Hause. Ja. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ja, es war eine schöne Tour. Mhm. Und es war ja auch eine besondere Tour, denn heute ist ein besonderer Tag. Helle hat Geburtstag. Genau. Das war mein Geburtstagsgeschenk von der Ossi. Ja, eine Fahrradtour in diesen schwierigen Zeiten. Und ein Apfel. Ja, genau. Naja, immerhin. Hä? Und einen Kuss noch. Ein Geburtstagskuss. Ja. Das war auch noch. Okay. So, jetzt sind wir fast daheim. Jetzt machen wir nur den Rest. Genau, und dann schauen wir mal, ob wir was zusammenkriegen, dass wir euch noch was zeigen können in diesen Corona-Zeiten. Ja, genau. Aber wie ihr seht, es ist eigentlich überall schön. Man kann sich's überall schön machen. Und zum Glück, wir können ja rausgehen und von daher... Und wenn ihr nicht so hügelig wohnt wie wir, dann habt ihr sogar noch einfacher. Ja, also ich bin froh, dass wir ein E-Bike haben, ja. So. Also das war's dann. Dann macht's gut. Ja, ja, genau. Also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen hoch geben, ja. Und ansonsten verabschieden wir uns und melden uns demnächst wieder. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Genau. Und fangt euch keine Virus ein. Nein, dann können wir Geld brauchen. Ja. Also, tschüss, ciao. Bis dann.